liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und willkommen im Deutschkurs. Heute werden wir über ein sehr interessantes Thema sprechen, und zwar sprechen wir über Frühling. Ja? Wie gewöhnlich haben wir zwei Gäste hier im Studio, Reswan und Anne. Hallo Reswan. Hallo. Hallo Anne. Hallo. Frühling, das ist die erste Jahreszeit, ja. Das ist eine wunderbare Jahreszeit, aber das Wetter, mit dem Wetter ist es ein bisschen kompliziert, ja. Was lernen wir heute? Heute werden wir Wortschatz zum Thema Frühling. Wir werden zusammen einen Text über Frühling lesen, über die Jahreszeit Frühling lesen, und wir werden auch über Freizeitaktivitäten im Frühling diskutieren, ja? Und unser Ziel für heute, Sie können über Ihre Lieblingsaktivitäten im Frühling sprechen. Zum Thema Frühling. Welche Wörter können wir mit Frühling assoziieren? Ich habe hier ein paar Bilder und die Wörter, ja. Manche Wörter passen, mehrere Wörter passen vielleicht zu einem Bild. Beginnen wir mit Bild Nummer 1. Reswan, bitte. Wir haben den Regen. Der Regen ist da, genau. Der Regen. Und mit dem Verb, wie sagen wir es? Es regnet. Es regnet, genau. Und wenn es regnet, brauchen wir normalerweise einen Regenschirm. Sehr gut, der Regenschirm. Super. Anne, was kann man im Bild, auf Bild Nummer 2 sehen? Der Schnee schmilzt. Der Schnee schmilzt, genau. Im Frühling schmilzt der Schnee. Se topește zăpada. Der Schnee schmilzt. Ja, das Verb ist schmelzen. So, Nummer 3. Die Sonne. Die Sonne, genau. Manchmal scheint die Sonne im Frühling. Und Nummer 4? Das ist die Wolke. Super, ja, wir haben die Sonne, aber wir haben auch viele Wolken manchmal am Himmel. Die Wolke. Plural, die Wolken. Nummer 5, Reswan. Es ist heißer. Es ist warm. Genau, es ist warm. Es ist warm, ja. Das sehen wir hier. Die Temperatur ist höher geworden. Und Nummer 6. Es ist ziemlich warm im Frühling, aber es könnte auch... Es ist kühl. Es ist kühl, genau. Es ist frisch oder es ist kühl. Mhm. Nummer 7. Ich gebe euch einen Tipp. Das findet man am Morgen auf der Morgentau. Der Morgentau, genau. Der Morgentau, Rohe. Ja, wir sehen die kleinen Wassertropfen auf den Pflanzen, auf den Blättern, ja. Und Nummer 8, Anne, man sieht nicht der so gut. Nebel. Genau, ja, der Nebel. Ja, das wäre Chaza. Und normalerweise sagen wir auch, es ist neblig. Ja, Chaza. Nummer 9. Wir haben der Wind. Genau, da meine ich selbstverständlich den Wind, ja, Windul, ja, gut. Und wir sagen auch, der Wind weht, ja, das ist das richtige Verb. Der Wind weht, bate Windul. Nummer 10, Anne, wenn wir ein paar Wolken haben, aber, also es gibt ein paar Wolken am Himmel, aber man kann auch die Sonne sehen.
Es ist heiter. Es ist heiter, genau. Es ist heiter. Nummer 11. Die Bäume knospen oder genau. Die Knospe? Ja, die Knospe, genau. Das ist gerade das, ja. Die Knospe. Mugure, ja. Und die Bäume knospen, können wir auch sagen. Mugures Kopaci. Super, sehr gut habt ihr das gemacht. Und jetzt schauen wir mal weiter. Wir haben noch mehrere Wörter zum Thema Frühling. Und wir beginnen damit, das ist die Osterglocke. Ja, das haben wir schon benutzt. Und jetzt schauen wir im Uhrzeigersinn, was ist neben der Osterglocke? Was kann man hier sehen? Das gehört zu einer Henne, ja? Das? Küken. Das Küken. Danke, Anne. Ja, das Küken, puișorul de găină. Und die nächste Raswan, das ist ein Obst, ganz lecker, ein Obst. Rot. Wir haben die Erdbeere. Die Erdbeere, sehr gut, Raswan. Ja, die Erdbeere. Gut. Und neben der Erdbeere, was kann man da sehen, Anne? Die Schokolade. Schokolade, genau. Was könnte das nächste Bild zeigen? Wir haben viele Pflanzen. Könnte sein. Die Balkon- und Gartenarbeit. Genau, die Balkon- und Gartenarbeit. Und ich muss das auch hier finden. Ja, die Balkon- und Gartenarbeit. Super. Da haben wir viele Pflanzen im Frühling. Alles ist so schön und bunt, ja? Und unser nächstes Bild, Anne? Der Schmetterling. Der Schmetterling, ja. Was wann? Ja, wir haben einen Vogel. Ein Vogel, aber die, was für ein Vogel ist das? Eine Schwalbe, sehr gut. Die Schwalbe auf Rumänisch, das ist Rândunica. Gut. Nächstes. Hier unten, wir haben viele bunte. In einem Karton, da haben wir 6. Ja, das war? Eier. Eier, gut. Ja. Das Ei, ja. Super. Und da haben wir noch etwas, das ich gar viel mag, gerne mache. Ein Fahrrad. Ein Fahrrad, genau. Das Fahrrad. Okay. Gut. Und neben dem Fahrrad ist einen Hase. Einen Hasen zu sehen, ja. Der Hase. Super. Nächstes. Da haben wir I love Mom. Was könnte das sein? Der? Ein Kronos. Der mein Kalender. Der Krokus, das ist hier. Ja, der Krokus, das ist eine Frühlingsblume. Das ist Brindusche. Ja, der Krokus. Und im Mai, das hat man nicht. Den Frauentag, das feiern wir, diesen Tag feiern wir im März, aber im Mai feiert man welchen Ach, Muttertag. Tag? Der Muttertag. Super, Raswan. Der Muttertag. Ziua Mamei. Und hier zu Ostern, was macht man? Man sucht Eier. Eier, also
Hier könnten wir sagen, die Eiersuche oder das Osterei suchen, ja? Super. Und was für ein Vogel ist das hier unter dem Nest? Es ist Es hat lange Beine, also Storch. Dieser Vogel hat, ja genau, ja, Storch, hat Storch. Lange Beine, super. Der Storch, Barsa. Ja, die Störche kommen im Frühling zurück, ja, aus dem Süden zurück. Und über dem Storch haben wir ein Nest, ja, das Vogelnest, ja. Und neben dem Nest, was gibt es hier? Apfelscherz, der Apfelscherz. Ja, der Aprilscherz. Pakalela den tui Aprilie. Der Aprilscherz. Super. Und neben dem Krokus, da haben wir ein Gemüse, das man oft in Deutschland isst. Spargel. Der Spargel, genau, Sparangel. Eigentlich konnten wir das hier schreiben, der Spargel. Okay. Und was kann man noch im Frühling machen? Wir sehen den alten Mann da, den älteren Mann. Was macht er? Er geht? Spazieren, er geht spazieren. Spazieren, genau. Spazieren gehen, wenn das Wetter schön ist, ja, gut. Und was passiert mit der Uhr? Was müssen wir mit der Uhr machen? Man muss die Uhr umstellen, ja, se trece la ora de vară, ja, das sagen wir so, die Uhr umstellen. Und unser letztes Bild, wir haben dort etwas sehr Schönes und Kleines, rot mit schwarzen Punkten. Wie heißt das Der auf Marienkäfer. Deutsch? Der Marienkäfer, genau. Buburusa, ein anderes Symbol des Frühlings. Gut. Viele Wörter haben wir heute gelernt, nicht wahr? Alles hat eigentlich mit Frühling zu tun. Ja? Super. Dann, wir haben hier einen Text zum Thema Frühling. Schauen wir, was passiert alles im Frühling. Und ihr helft mir und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie auch, ja, den Text zu ergänzen. Ja? Also. Wann hast du eine Idee? Ja, wenn der Winter, wenn der Winter zu Ende geht, fängt der Schnee an zu schmelzen. Das schmelzende Wasser tut den Boden und den. Was könnte da sein denn? Pflanzen und den. Genau, und den Pflanzen gut. Anne? Was glaubst du, wie geht es weiter? Kommen noch einige warme. Denken wir an die Sonne, ja? Was braucht man? Man braucht Wasser und Wärme. Sonnen? Frühlingsblumen? Nein, Sonnenstrahlen. Sonnenstrahlen? Ja. Dazu, so fängt es bald an zu. Grünen. Genau. Ja, haben wir warme Sonnenstrahlen, wenn căldura soarelui, dann fängt es bald an zu grünen. Ja, înverzește totul, începe totul să înverzească. Super. Răzvan, möchtest du bitte weiterlesen? Ja, die Temperaturen steigen untertags wieder und man muss sich am Morgen oft wärmen anziehen. Als am Nachmittag rundherum erwacht alles wieder zum Leben.
Frühlingsblumen wachsen aus der Genau. Erde. Erste Frühlingsblumen wachsen aus der Erde, ja. Ein paar Primele Flor de Primavera. Gut. Die, was könnte weiter sein? Anne? Oder was war? Obstbäume. Die Obstbäume, sehr gut. Die Obstbäume fangen an zu blühen, ja? Pommifruktiferen, Gypsum und Floriasca. Überall hört man das Summen der Zugvögel und Zum. die Summe der Vögel. Bienen. Genau. Die Zugvögel summen nicht, aber die Bienen schon, ja, Albinele, ja, das Summen der Bienen, ja, und Hummeln, ja. Und Geiswan, liest du auch den nächsten Satz? Sie sammelte Nektar und Das ist hier ein schwieriges Wort. Es beginnt mit B. sie bestäuben dabei die Blüten. Bestäuben, Polenisiasa, Florile, ja? Super. Anne, möchtest du weiterlesen, bitte? Zugvögel kehren aus Genau, dem die Süden zurück. Zugvögel, Passerille calatoare. Die Zugvögel, ja. Anne? Alle Morgens hört man viele verschiedene Vogelstimmen. Sie singen und zwitschern und bauen Nester. Und bauen Nester. Sehr gut, ich konstruiere Kuiburile. Gut, und das wann? Tiere werden aktiver oder erwachen aus der Winterruhe oder dem Winterschlaf. Im Wald kommen immer mehr junge Tiere zum Wälder. Rehkitze, Rehkitze, Junge. Nester, No, junge Hasen. Hasen, Hasen, ihr junge Hasen. Burrasch, ja. Eichhörnchen, ja, und kleine Füchse erblicken das Licht der Welt, ja. Se nasc multe animale, Caprioare, Iepuraș, Veverițe, Eichhörnchen und Füchse, și Vulpițe. So, und jetzt schauen wir, was für Aktivitäten kann man im Frühling machen. Ja, das Wetter ist schön. Man kann spazieren gehen und all andere Aktivitäten machen. Und wir versuchen zusammen, diese Aktivitäten zu identifizieren. Ja? Nummer 1, was könnte das sein? Man fliegt schon da, aber womit? Mit einem Gleitschirm fliegen. Genau, mit einem Gleitschirm fliegen, ja? Zburăm cu parapanta. So, was könnte Nummer 2 sein, Anne? Im Gebirge klettern. Im Gebirge klettern, genau. Okay, und nächstes, was war? Fußball Nummer spielen. 3, Fußball spielen, genau. Anne, Nummer 4. Joggen. Genau, man möchte joggen, damit man ein bisschen abnimmt, ja? Und Nummer 5, was war? Nummer 5 ist es Blumen Blumen pflücken. pflücken, genau. Culege flori, culege flori. Nummer 6, Anne. Wandern. Wandern, genau. Und was war? Nummer 7. Reiten. Reiten, genau. Nummer 8, Anne. Das ist Fischen. Fischen, genau.
Nummer 8 ist Fischen. Und das waren Nummer 9? Rudern. Rudern, genau. Man ist in einem Boot und man rudert. Avesli. Genau, das ist Nummer 9. Nummer 10, Anne? Skaten. Skaten, genau. Wenn das Wetter schön ist, dann wollen wir schon skaten. Und was waren Nummer 11? Meine Lieblingsaktivität. Radfahren. Genau, Radfahren. Nummer 12, Anne? Bäume klettern. Auf Bäume klettern, super. Auf einen Baum klettern, ja. Und Nummer 13, was waren? Im Garten arbeiten. Genau. Nummer 14, Anne? Das ist Kletterparkgerüste. Genau. Das ist einen Kletterpark besuchen. Ja, super. Am Ergentrum Park La Cazarar. Und Nummer 15, das war unsere letzte Aktivität. Inline-Skaten. Inline-Skaten. Super. Na, wir sehen, wir können im Frühling super viele Aktivitäten machen. So, das war es für heute. Wir haben vieles über Frühling gelernt, ja. Aktivitäten, Wetterwörter. Und zur Erinnerung habe ich auch ein paar Frühlingskleidung gelassen, ja. Rezvan, Anne, vielen Dank für eure Hilfe. Wir sehen uns dann auch nächstes Mal. Tschüss. 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 Und von Ihnen, lieben Zuschauerinnen und Zuschauern, verabschiede ich mich auch. Ich sage Ihnen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.